Yo, servus Leute, ich bin hier gerade auf der Autobahn. Live aus dem Crackmobil. Auf jeden Fall Leute, ihr denkt euch jetzt in der Überschrift, was geht ab? 1000 Euro verschenken an wen? Was heißt schenken? Das ist sein Hack an Jan Borg. Ich fahr gerade zu ihm. Mal, das ist der Ball, den habe ich von Matthew abgezogen. Matthew, Bruder, wenn du das Video siehst, ich grüße dich. Hier ein paar GSD-Klamotten, ein paar Cappies, dies, das, verteilen. Hier noch eine Cappy in schwarz. Junge, die wollten die doch haben. Ich fahre jetzt zu Jan. Er weiß nicht, dass ich komme. Der hier auf deinen Nacken. Da du so fleißig Werbung gemacht hast und ihr auch immer fragt, Mert, was kriegt Jan eigentlich immer, dass er Werbung von mir? Ja, Bruder, ich gebe ihm seinen Hack. Bei uns wird geteilt, nicht wie bei den anderen Schwanzlutscher-YouTubern. Egal wie viele Abonnenten, egal wie viele Klicks, jeder verdient etwas. Jeder muss belohnt werden. Ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Wir besuchen mal den Jan. Hier live aus der YouTube-Kamera. Ist frei. Viele fragen mich, Mert, was geht ab, EP, wann kommt die? Leute, ich stellt euch alles immer so einfach vor. Die EP ist fertig, nur es liegt nicht in meiner Hand, wann sie rauskommt. Anfang Juni sollte sie rauskommen und Leute, glaubt mir, ich habe so viel Kraft, so viel Gefühl, so viel meinen Kopf in die Tracks reingepackt. Das sind 4 Tracks, ist EP. EP bedeutet so kleines Albummäßig. Von allem etwas gibt es. Mein Lieblingstrack zeige ich euch vielleicht jetzt schon mal, meistens noch nicht. Ey, ich habe gerade genau 250.000 Kilometer erreicht. Seht ihr das? Ey, das müssen wir feiern, Digga. Ich geh einfach jetzt mal vor seine Haustür. Ich hab noch eine Stunde Fahrt, bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt bei Jan angekommen. Mann, Aaron, das ist ja schlimmer als Bad Pyrmont hier lang. Hier, gerade, ihr wisst, 250.000 Kilometer. 122 Kilometer. Ja, ne, ihr seht, wie lange ich für ein scheiß Video fahre. Junge, was ist das hier lang, Mann? Ey, ich will jetzt auch nicht so dreist sein. Ich kann doch nicht bei ihm jetzt klingeln einfach. Ne? Auch vor seine Mutter ist zu Hause oder so. Und das wäre voll dreist von mir, jetzt die Familie zu wecken. Was geht ab? Nächste über Feierabend gerade. Also vor einer Stunde jetzt Bett liegen. Hä? Hast du gemacht, Laden? Hast du Laden zugemacht? Ja. Bist du alleine? Ja, Digga. Laber keinen. Ja. Wieso? Hä, wieso bist du alleine? Ja, Digga, war mal ein Hochzeit. Achso, okay. Ey, Digga, warte. Ey, ich ruf dich in 3 Minuten, es hat jemand geklingelt. Warte mal kurz, ja? Was? Es hat jemand geklingelt, Digga, warte mal 2 Minuten, ich ruf dich gleich zurück. Ich dann. Was ist los? Ey, Digga. Hatte ich auch. Ey, Digga. Junge, ich hab Bastardine die ganze Zeit, Mann! Junge, wer klingelt denn? Warte mal kurz, ich ruf gleich zurück. Was geht ab? Junge, findest du das eigentlich noch lustig, Digga? Ja, Digga. Was sei geht ab? Hey, warte mal kurz, Digga. Findest du das eigentlich noch lustig, Digga? Sei mal ehrlich jetzt. Ja, Digga. Hey. Ich freu mich, wenn du kommst. Ich meine es ernst. Ich jo, freu mich, warte, wenn du kommst. Scheiße da drauf. Ja. Willst du mich reinlassen oder ich habe so viele Kilometer hinter mir? Wieso kommst du um 1 Uhr morgens ohne bestellt zu sagen, Digga? Junge, du weißt doch, ich... Was ist das für eine Lampe, Digga? Ja, Junge, Strom. Ihr seid ja richtig Burg, Digga. Das ist ohne Sinn einfach. Leimann, um diese Uhrzeit ist immer so. Ey, habt ihr Schokolade? Auf jeden Fall, ich sag dir, Mert, sag mal deine Meinung, Serkan und Airbeef. Junge, was mischt dir denn Mert überhaupt ein? Das ist meine Sache mit Serkan. So. Weißt du, wir haben beide ein Video gemacht, wir sind durch. Ich hab mit Serkan auch meine geschrieben. Sache ist vergessen. Na, hast du geschrieben? Was sagt er denn? Ich sag, Bruder, ich mische dich da nicht ein. Ja, ich hab damit auch nichts zu tun. Wir haben auch persönlich geredet, aber du hast ihn nur mal reingeleitet, oder nicht? Ja, er hat mir halt gesagt, Jans Nummer, die haben da telefoniert, ja. Ihre Sache, ja. Das bleibt zwischen denen, ich habe damit nichts zu tun. Aber krass, ne? Auch ein patriotisch werden, ne? Für wen bist du jetzt eigentlich, Mert? Hä? Wem bist du jetzt eigentlich? Wie, für Fender? Kennst du gut rausgeredet. Ja. Oder stimmt, wenn man dich sieht? 1 Million Leute sehen das, ne? Kennst du, noch pushen. Das Video macht vielleicht 20 Klicks. 25. Ja, ja, fängt jetzt schon an, ne? Spaß beiseite, wir fahren jetzt zu Play 69, hat ein Video dreht. Entschuldigung? Hallo. Super Witz. Er ist richtig komisch, er ist so. Super Witz. Hat er was zu sagen? Ja, das ist echt super Witz. Boah, wir sind lustig. Ja. Ich mache jetzt öfter solche Sachen, Leute. Lass mal 100.000 Daumen hoch da, wenn euch solche Sachen gefallen. Aber Leute, das müssen dann echt auch 100.000 Daumen hoch sein, ne? Sonst habe ich keinen Bock. Also mindestens 100.000 Daumen hoch. Digga, was geht? Es gibt schon krasse Fotzen-YouTuber, ne? Mit Jan Adelke am Start. Wir sind hier bei Bojan, Play 69 Videodreh. Da ist auch Bojan. Wolltest du gerade, dass du hinterher rennen oder? Nein, diese Kamera ist immer da. Was ist das? Kamera. Sieht aus wie Waage, ne? Bist du gerade auf? Ja. Hi. 1 Million Leute sehen das. Ja, man muss rückwärts.
Leute, richtig hart, Mann. Atchim Abijim Beshkat werden. Ich fahre seit einer halben Stunde locker 100 km/h auf Autobahn. Normalerweise unter 200 fahre ich niemals. Es kommt einfach keine verfickte Tankstelle. Ne, ich muss tanken. Ich bekomme einfach langsam zur Tür, Leute. Fahr nach Dortmund, mach da ein Video, fahr jetzt da nach Hamburg, da nochmal ein paar Videos drehen. Ich fick mein Leben, Digga. Ich fick YouTube dann nochmal ab. Ey, in 5 Kilometer. Jawohl, Leute, ich hab's geschafft. Hier mal ein Track aus meiner EP. Heimat, mein Lieblingstrack. Ich bin so müde, deswegen zeige ich euch das. 4 Tracks für entweder 3 oder 4 Euro Anfang Juni. Ich weiß noch nicht wann, wie, wo es, wie viel kostet. Auf jeden Fall 4 Tracks sind fertig. Gebt euch. Ich trag im Herzen die Heimat. Tausende Muslime vermehren sich am Freitag. Männer kämpfen auf Bergen wie Haiwans. Ne Familie ernähren ist nicht einfach. Ich vermiss die Luft und den Boden unter meinen Füßen. 10 Liter und ich geh nach Hause mit 3 Tüten. Ja Leute, das war's. Ich geh jetzt erstmal fresh tanken. Ich melde mich dann, wenn ich in Hamburg bin. Guck mal auf Tacho. 250.650 und nochmal zurück sind nochmal 300. Saubermärz. Was hast du erreicht? Nix. So Leute, wir warten seit gefühlten wie lange auf Matthew oder und seinen Freund? Uhr verabredet ist 14:30. Ich will kein Rassist sein, ne? Oder mach nichts mit uns. Aber, Bruder, okay, du bist schwarz, aber du hättest zeigen können, dass Schwarze auch mal pünktlich kommen können, Digga. Buh, zu spät komm mal, buh. Tschüss, was ein Ass, der hat Land. Amonarum, der wackelt morgen noch. Fang mal, Matthew. Filmst du gerade? Ja. Na, Grüße gehen nach Berlin. Yeah. Shit, der Beat, verdammt. Yo, wo seid ihr? Wir sind genau vorm Laden, Digga. Du lässt uns schon wieder warten, Digga. Achso, da. Das ist richtig dumm, Digga. Ja, aber jetzt okay. Essen und sonst nein, nein, hey, lass mich mal zahlen jetzt. Kannst du nur noch zweimal sagen. Ich zahle, Bruder, alles gut. Ey, Bruder, hör doch auf, wieso blamierst du mich hier? Ich will mich bedanken, Digga. Guck mal, ne? So viel zum Thema Matthew. Bruder, danke, anonyme Person hier. Seine Hand. Ihn darf man nicht zeigen. Auf jeden Fall, wir waren gerade gut essen. Danke, Matthew, dass du ausgegeben hast, ne? Bruder, du hast ja gar nicht ausgegeben. Wir sind gerade Lounge 147. Wir haben gerade richtig intimes Gespräch. Auf jeden Fall, Matthew ist ein sehr korrekter Junge, Leute. Du bist wirklich ein hardcore korrekter Junge. So, Kebab Bambik. Auf jeden Fall erstmal Döner reinziehen. Ey, ich habe heute locker gefühlt 20 Döner gegessen. Und danach die ganze Woche für euch produzieren, Leute. Auf jeden Fall wird in nächster Zeit was richtig Freshes kommen. Mit Matthew, mit Ömer, ich und er sowieso. Ach ja, ich drehe eine FAQ, weil viele gefragt haben, hey Matthew, wieso ist er auf einmal dabei? Dann erzähle ich mal, wie ich ihn überhaupt kennengelernt habe. Weil ich finde es selber komisch, wie schnell ich hier mit ihm. Ich sehe ihn direkt wieder irgendwie alles wegen ihm. Er ist ein korrekter Junge. Er ist korrekt, deswegen. Grüße an Matthew. EP habt ihr reingehört, das habt ihr reingehört, das habt ihr gesehen. Mein Senf zum Jan und Sam. Heftig, ohne zu pushen wird heftig. Ich freue mich auf euren Feedback. Ansonsten, das war's mit dem Crack-Vlog. Irgendwie komischer Vlog, aber ich wollte einfach mal, dass ihr seht. Und ansonsten. Ciao. Ciao. Reingeschissen nochmal? In Holland ist das voll oft. Wollen wir nicht essen müssen? Tschüss. Nochmal ein Meister. Ich krieg gleich einen Döner. Oder? Ach ja, nebenbei wollte ich noch was ganz Wichtiges sagen für Matt. Das ist gut für Matt. Abonniert alle meinen Kanal.